Zeige ein Beispiel, was einen guten Transfer ermöglicht. Es gibt Faktoren, Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Und es gibt auch Einflussfaktoren, die sind wie eine Konstante. Die darf ich gar nicht verändern. Denken wir an Normen, Gesetzen, Kundenanforderungen, Sicherheitsbestimmungen, Umwelt und so weiter. Es gibt viele Faktoren, die wir hier besser im Ishikawa nicht berücksichtigen, da nicht veränderbar. Wir suchen die Problemeinflussfaktoren, die wir beeinflussen können. Ishikawa ist ein grafisches Tool, was man sich auch sehr leicht aufs Whiteboard oder ein Flipboard malen kann, und dann fängt man im Team an, strukturiert die verschiedenen Gräten dieses auch genannten Fishbone-Diagramms durchzugehen. Was zu vermeiden ist, ist ein direkter Einstieg nach dem Motto, ich kenne die Ursache schon und wir machen das wieder so und so. Es gibt sie in jeder Gruppe, in jedem Team, diese stillen, nachdenklichen Mitarbeiter, die, sag ich mal, wenn ein Problem da ist und man Beiträge einsammelt, nicht die lautesten sind und auch nicht, die sich gleich und erst melden. Aber mit etwas Moderation und dem Ishikawa-Werkzeug kann man auch sehr viele gute und frische Ideen von diesen eher stillen Mitarbeitern erhalten. Und das wollen wir ja, einen breiten Blickwinkel auf das Problem und nicht gleich die lauteste und schnelle Antwort nehmen, wieder nutzen und vielleicht auch wieder scheitern. Nur ganz kurz, viele Namen, ein Werkzeug, man sollte die Namen nur mal kurz lesen und hören, damit man weiß, Ishikawa-Diagramm ist auch Ursache-Wirkungsdiagramm, Englisch Cause-and-Effect-Diagramm, Fischgräten-Diagramm, weil es dargestellt werden kann wie eine Fischgräte. Es ist auch ein Fehlerbaumdiagramm, manche nennen es sogar Ishikawa-Modell. Und dann je nachdem, wie viel Gräten, nämlich die Ursachenkategorien, man betrachten möchte, nimmt man dann die 4M-Methode und nimmt nur oben rechts dann 4 Gräten oder 6 Gräten oder sogar 8 Gräten. Zum Anfang empfehle ich sogar, um die Ishikawa-Methode einzuführen oder ein bisschen zu trainieren, starten Sie mit 8M, entwickeln Sie selbst ein Gefühl über mehrfache Nutzung. Wann Sie reduziert mit einem Ansatz vielleicht von 4M einsteigen oder wann Sie sagen, wir schauen uns das komplett mal durch, da haben wir einen ersten Blick, wir nutzen 8M. Wann wird die Ishikawa-Methode genutzt? Ja, wenn die Problemlösung mehrfach unwirksam versucht wurde. Also Sie haben da in Ihrem Bereich, in Ihrem Unternehmen wieder und wieder ein Problem und es wird nicht besser. Viele Sachen wurden schon probiert, aber die greifen nicht. Wird auch genutzt, wenn erstmals im Unternehmen, vielleicht gab es viele Veränderungen technologisch im Management, bei den Mitarbeitern, größer, kleiner, neue Märkte, neue Produkte und es taucht ein Problem auf und um Himmels Willen neuer strategischer Kunde, das darf nicht nochmal passieren. Man hat keine Erfahrung, man ist unklar, was die Ursachen sind, auch ein guter Startpunkt. In einem kleinen Expertenteam, lasst uns ein Ishikawa-Diagramm machen, um einen Überblick zu erhalten, wo mögliche Problemursachen, wo Fehlerquellen stecken könnten. Der Hauptpunkt von Ishikawa ist auch diese visuelle Darstellung, um einfach, dass die Teammitglieder draufschauen können, ja, haben wir auch das bedacht? Und vielleicht fehlt noch jenes. Und wenn wir das hinschreiben, sollten wir eigentlich auch noch das beachten. Es ist ein Einsammeln. Nach dem Einsammeln, wo man auch eine gewisse Grenze geben sollte, wie viel eingesammelt wird und was man alles notiert, kann man und sollte man priorisieren.
nämlich nach, was können wir beeinflussen? Können wir da wirklich, was da genannt wird, was verändern? Oder sind das harte Konstanten, an denen wir uns die Zähne ausbeißen werden? Ein weiterer Trigger für Ishikawa habe ich unten genannt, wenn dann doch zur Problemlösung wieder nur die alten, altbekannten Lösungsansätze kommen und sich im Team oder auch der Manager sagt, was hat das Team denn vor, wie wollen wir das Problem angehen? Und es werden diese altbekannten Lösungsvorschläge genannt. Wäre das ein richtiger Zeitpunkt zu sagen, nein, jetzt starten wir mal mit einem Ishikawa Diagramm mit einem kleinen Workshop, 1, 2, 3 Stunden, um da alle Möglichkeiten nochmal neu aufzunehmen, zu bewerten, zu priorisieren, um auch eine höhere Sicherheit zu haben, die Ursachenquelle, die wirkliche Quelle des Problems dabei zu haben. Ja, Ishikawa Diagramm Anleitung und Vorgehensweise ist relativ einfach. Man hat diese Fischgrätendarstellung. Am Kopf schreibt man sein Problem hin und bitte beachten, keine Problemkombinationen, sondern ein Problem nach dem anderen, sequenzielles Vorgehen. Ganz kurz, warum kann ich über Ishikawa sprechen? Ja, ich löse seit mehr als 10 Jahren Probleme, 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 entweder in der Rolle als Interim Manager oder eben als Berater. In der Produktion, in Prozessen, als Qualitätsmanager, als Lean Six Sigma Master Black Belt. Also verschiedenste Rollen, Prozesse, Systeme, manchmal ganze neue Entwicklungsprozesse, auch Entwicklungsprojekte, Organisationsverbesserung und insgesamt immer wieder Teams zu befähigen, um nachhaltiger besser zu werden. Mein YouTube-Kanal ist noch so ein kleiner Kanal, den sieht man nicht, den findet man fast nicht. Daher würde mir ganz gern helfen, am Anfang ein Abonnieren, einen Daumen hoch, um einfach auch zusätzliche Funktionen aus YouTube zu erhalten. Ich möchte gern mehr Menschen erreichen und eine Unterstützung wäre da prima. Vielen Dank. Der Ablauf zum Ishikawa-Diagramm ist einfach, ich nannte schon ein Problem anpackt und wir gehen jetzt mal im Schnelldurchlauf die einzelnen Hauptkategorien zu Ursachen, nämlich die Fischgräten einzeln durch. Wir fangen da mit dem Menschen an. Welchen Einfluss hat der Mensch auf das eine Problem? Und hier unten nur mal als Beispiele genannt, damit man es besser einsortieren kann. Zu dem betreffenden Problem war dann vielleicht die Kommunikation vom Menschen, zwischen Abteilungen, zwischen Bereichen und so weiter nicht da oder falsch. Hat eine Zusammenarbeit nicht funktioniert oder war da ein Fehler, ein Problem aufgetreten, weil es einfach menschlicher Natur war, Person war unaufmerksam oder hat es nicht gewusst, weil gerade in diesem Prozess was umgestellt wurde oder der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ganz neu und frisch an diesem Arbeitsplatz gestartet hat. Die zweite Gräte, die wir uns anschauen, ist, welchen Einfluss hat die Methode? Auch hier habe ich ein bisschen Beispiele genannt. Arbeits- und Prüfanweisung fehlerhaft. Ja, das ist eine Methode, wenn man sagt in der Firma, wir standardisieren unsere Abläufe und jede Bearbeitung oder Montageschritt oder jede Weitergabe wird über Arbeits- und Prüfanweisung geregelt. Also wenn ich was mache, tue ich da nicht nur, sondern werfe auch noch mal einen Blick drauf. Ist das ordentlich? Ist das Qualität? Und dann gebe ich es erst weiter. Weiteres Beispiel, ja, sehr, sehr oft Fluktuation oder gerade auch das Geschäft mit kundenorientierten Kleinstaufträgen oder Sonderfällen. Und da ist immer die Sache, sind die Mitarbeiter, die gerade neu da sind oder dafür eingesetzt wurden, weil das Problem ist ja da und die Einarbeitung hat nicht funktioniert.
Das Thema auch immer wieder bei Methode, das ist mangelnde oder zu oberflächliche Standardisierung. Direkt anschließend passt da ganz gut der nächste Punkt, den ich genannt habe. Ja, Standardisierung ist auch, wenn man sagt, einfach nur mache deine Arbeit gut und ordentlich. Ja, was ist gut und ordentlich? Was soll hinten rauskommen? Solange ich keine Bilder habe mit gut, schlecht Bilder, das ist gut, das ist schlecht, kann man das Ganze interpretieren. Welchen Einfluss hat die Maschine? Auch hier nenne ich einige Beispiele. Sehr oft fehlende Wartungsarbeiten. Die Maschine ist in einem schlechten Zustand, hat oft Störungen und es gibt Probleme bei der Produktqualität. Auch das habe ich schon erlebt. In Maschinen, in Werkshallen, in Abfolgen geht man eigentlich davon aus, man hat vollautomatische Maschinen, die die Produkte bearbeiten. Aber es gibt auch solche Künstler, die dann sagen, eigentlich muss ich danach noch dies und das machen. Ich stelle eine vollautomatisch arbeitende Maschine dann noch auf Handbetrieb, sodass ich da selbst noch was beeinflussen und machen kann. Das ist natürlich fehleranfällig. Oft auch, man denkt an Menschen, man denkt nicht an die Maschinen, die stehen dann in voller Sonneneinstrahlung und verändern ihr Verhalten, weil Mitarbeiter dann vielleicht doch wieder vergessen haben, die Maschine irgendwie zu beschatten, Jalousien runter oder Lüftung oder Wärme wurde irgendwas verändert. Weiterer Punkt ist tägliches Brot in der Produktion, Maschinen verändern sich, Maschinen haben dann keine Maschinenfähigkeit, der Prozess stellt nicht mehr hoch abgesichert nur 100% Qualität her. Welchen Einfluss hat die Mitwelt? Ja, die Mitwelt, Umwelt, alles was außen drumherum ist, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ein Problem auftaucht. Ich nenne hier nur als Beispiele, die auch nicht in der Kombination gemeinsam auftreten, sondern nur eben als Beispiel, was man in der Kategorie Mitwelt aufführen könnte. Das ist die eigene Kultur und jetzt spreche ich nicht über die Kultur des Einzelnen, sondern über die Unternehmenskultur, über die im Unternehmen herrschende Fehlerkultur. Aber auch von außen kommen neue Kundenanforderungen, neue Gesetze, neue Normen. Arbeitsumgebung wird verändert, ist auch Umwelt, weil neue Bauarbeiten oder es gibt eine Erweiterung oder Maschinen werden umgestellt. Eine andere Sache ist auch immer, gerade wenn Temperatur, Klima, Lüftung, Luftfeuchtigkeit ein Thema ist, dann ist es wichtig, auch zu beachten und auch zu dokumentieren, weil wir sind jetzt auf der Fehlersuche. Waren die Fehler da hauptsächlich aufgetreten, als die Klimaanlage ausgefallen ist oder wir die Lüftung abgestellt haben? Sowas hilft dann auch bei der Ursachenanalyse, ist aber hier eine mögliche Fehlerursache der Kategorie Mitwelt. In der Produktionshalle Messtechnik ein ganz großes Thema. Man muss immer sicherstellen, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir messen, geeignet, das Problem früh zu erkennen, 100% sicher zu erkennen. Wie werden da Qualitätssicherungsmaßnahmen aufgesetzt, durchgeführt, Stichproben, passt die Stichprobengröße, passt die Art und Weise der Messung? Das sind die Themen zur Kategorie Messen. Welchen Einfluss hat das eingesetzte Material? Hier können große Einflüsse geschehen, zum Beispiel zwischen Winter und Sommer, wenn normalerweise das Material vorkonditioniert werden sollte oder gewisse Anforderungen haben sollte zur Weiterverarbeitung, aber auch gerne gemacht in der Supply Chain. Kosten spielen eine große Rolle. Man macht Materialaustausch, man hat einen neuen Lieferanten und vielleicht dann doch die ein oder andere Änderung in der Materialeigenschaft. Dann gibt es auch den Fall, alte Bestände werden wiederentdeckt und man prüft nicht die Wiederverwendbarkeit, die Haltbarkeit oder sind die geeignet. Nacharbeitsteile, ich habe schon gesehen, es läuft
eine zweite Schleife, es läuft eine dritte Schleife. Das Material ist aber eigentlich nicht geeignet, viel oder zigfach nachgearbeitet zu werden. Welchen Einfluss hat das Management auf das Problem, auf das konkrete Problem? Ja, wenn wir jetzt hier einfach nur mal denken, es sind Qualitätsprobleme. Ja, es kann eine Taktzeit in der Bearbeitung der ganzen Werkshalle neu und dynamisch vorgegeben werden, sodass dann alles ein bisschen gestresst ist, die Prozesse noch nicht optimiert wurden. Es gibt aber auch einfach Designvorgaben, die ich auch unter das Management stecke, wo ich sage, da wurden Montageschritte zusammengefasst. Das andere ist aber auch rein Kultur oder Frustration. Letztendlich haben wir doch den Einflussfaktor Mensch und hier wirkt indirekt das Management auch mit, ob die Mitarbeiter im Shopfloor, in der Fertigung, in der Bearbeitung motiviert sind und Qualität erzeugen wollen, Probleme vermeiden, Probleme lösen wollen oder eher frustriert sind. Ein weiteres Thema ist auch widersprüchliche Zielkommunikation. Aber da sind wir immer in diesem Spagat schneller, 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 kostengünstig und noch hohe Qualität. Nur hier sollte auch das Management helfen, vielleicht doch Prioritäten je nach Ausrichtung der Kunden oder je nach Ziel, was wollen wir für eine Fehlerquote mit dem Produkt erreichen. Ja, finanzielle Aspekte sind sehr oft die, die in einem normalen Ishikawa gar nicht aufgenommen werden. Ich komme aus der Qualität. Qualitätssicherung, sehr oft sagt man dann, ja, das müsst ihr doch sehen, ja, diese Fehler müsst ihr doch erkennen. Und ich sage nur, da hat der Mitarbeiter mit der schnellen Taktzeit gar keine Chance. Eigentlich müssten wir dahinter einen Prüfautomaten, eine In-Prozess-Kontrolle machen, eine visuelle Kontrolle vollautomatisiert, um mit dieser hohen Taktgeschwindigkeit noch Fehler zu erkennen. Die kostet aber und die wird vermieden. Ein weiterer Punkt auch und verschiedene Ansätze sind da einfach von Managern, ihre Kosten zu reduzieren in Operations. Da geht es an die Wartung, auch den Umfang der Wartung. Da geht es mit Budget und wie viel steht zur Messtechnik zur Verfügung. Aber es geht auch in die Richtung Managemententscheidung. Ursachenanalysen sind ja was Tolles. Man könnte die Fehler erkennen, man könnte daraus lernen, man könnte aus dieser Problematik herauskommen. Nur das, was ich jetzt genannt habe, das kostet wieder Ressourcen. Also, wer macht die Problemlösung? Wer macht die Ursachenanalyse? Alles zeitaufwendig und um es mal abzustellen, um auch wieder in die normale Wertschöpfung zu kommen und nicht nur in das Troubleshooting und Krisenmanagement. Da wird dann doch letztendlich gesagt, ist ja nur eine temporäre Sache. Diese Zusatzressourcen vermeiden wir. Da müsst ihr schon mal durch. Also alles nicht so leicht auflösbar. Wie geht es jetzt weiter? Ich zeige die Vor- und Nachteile des Ishikawa-Diagramms. Ishikawa-Diagramm-Beispiele zeige ich, wo man einfach eine Möglichkeit hat, okay, Beispiel verstanden, ich kann das jetzt transferieren und ich gebe auch nochmal gegen Ende ein Beispiel, wie man so eine Ishikawa-Vorlage erzeugen kann oder eben einfach diese nutzt. Vorteile von Ishikawa und hier schön im grünen Rahmen dargestellt, ist ganz klar die Möglichkeit einer Teambearbeitung. Weiter, es gibt Struktur und vermeidet einfach ein wieder und wieder Übersehen von X hier von ganz wichtigen Einflussfaktoren. Die Methode Ishikawa-Diagramm ist einfach und lässt sich leicht lernen. Es ist eine sehr übersichtliche grafische Darstellung, die animiert eher erstmal alles zu betrachten und einzusammeln, um dann einen mehr oder minder Überblick über Fehlermöglichkeiten zu haben. Weiterhin werden die Wirkungszusammenhänge sehr schön dargestellt,
und helfen auch dem besseren Verständnis im Team, was wichtig ist und was man künftig beachten sollte. Die Nachteile von Ishikawa hier im roten Rahmen, es erfordert Disziplin. Wirklich hier nicht im Team zu schnell in dem Altbekannten zu sagen, ach, ist doch einfach da, dort liegt die Ursache und wir sind fertig. Ist man beim Ishikawa besonders fleißig und bearbeitet sehr, sehr tief, das heißt neben der Kategorie, wie zum Beispiel Material, dass man sagt, ich habe den Aspekt 1 gefunden, schreibe ihn hin, aber der Aspekt 1 ist abhängig von dies, das, wenn, dann und das Ganze will man auch noch im Ishikawa darstellen, das wird dann zum Schluss so unübersichtlich, dass man eigentlich hier den Zweck und den Nutzen des Ishikawas nicht mehr trifft und es praktisch dadurch gar nicht mehr so wertschöpfend als Moderations- und Teamwerkzeug ist, um in Ebenen 1, 2 Analysetiefe einen Überblick zu schaffen, um dann auch zu sagen, wo schauen wir konkreter hin. Grundsätzlich sollte man überlegen, wie komplex ist das Thema, ist es überhaupt geeignet mit Ishikawa zu bearbeiten, weil ganz komplexe Sachen, die auch in Wechselwirkung nur auftreten und Zusammenhänge praktisch dann zwischen verschiedenen Ursachenmöglichkeiten, Kombinationen darzustellen, dafür ist Ishikawa dann weniger geeignet und es gibt andere Möglichkeiten. In den nächsten Videos werde ich ein paar Ishikawa-Beispiele ganz konkret aufnehmen und darstellen, um praktisch hier den Teams eine Möglichkeit zu geben, wie man sowas aufbauen könnte und vielleicht auch die eine oder andere Idee, oh, daran haben wir gar nicht gedacht, ähnliches Problem haben wir aber nie so besprochen. Jetzt hier gehe ich auch weiter. Ich habe das Ganze groß dargestellt. Heute fangen wir mit dem ersten Beispiel an. Jetzt haben wir hier ein Beispiel. Ich habe ein einfaches Beispiel genommen und wir haben immer mehr Reklamationen und Beschwerden zur Qualität von unseren Kunden. Steht an dem Fischkopf und hier, wie Sie sehen, in den verschiedenen Ursachenkategorien, den 8 M's, habe ich einzelne Themen reingeschrieben. Wer das mal als Beispiel konkreter anschauen möchte, der muss jetzt einfach mal kurz das Video anhalten. Und wie würde es dann wirklich weitergehen, wenn Sie jetzt Ishikawa im Team durchgesprochen hätten, hätten die Fischgräte schön ausgefüllt, hätten einen Überblick als Schritt 1 zu Ihren Problem-Einflussgrößen, hätten darüber gesprochen, ein bisschen diskutiert. Ziel ist ja, wir wollen das Problem lösen. Und hierzu können wir seltenst, eigentlich nie, alle, ich nenne es mal hier die roten Karten, alle mit einem Schlag lösen. Das geht nicht. Man muss sich selektiv ein Thema rausnehmen und dies Problem in einem kleinen Team und möglichst strukturiert angehen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel rausgenommen. Wir haben einen neuen Kunden, wir beliefern den, aber der hat extrem hohe Qualitätsanforderungen. Das heißt, nur ein Teil aus der Produktion geht an den Kunden, vielleicht 20, 30, 40%. Wir könnten jetzt in dem Qualitätslevel ja gar nicht mehr während der laufenden Produktion differenzieren. Ist das für den Rest der Welt oder ist das für den einen kritischen Kunden? Sehr oft passiert dann Folgendes, dass die Mitarbeiter sagen, ich habe mir den Kunden nicht ausgesucht. Warum soll ich jetzt höhere oder bessere Qualität machen? Ich mache so weiter. Und das sind wir wollen, nicht wollen. In dieser Dimension, und das ist natürlich ein Thema, was man nicht mit dem Ishikawa auflösen kann. Man kann es da drin entdecken,
Aber das ist ein Management-Thema. Andere Sachen sind lösbar, wenn man sagt, okay, neue Qualitätsanforderungen, Anweisungen, Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen werden gar nicht so verstanden von den Mitarbeitern wegen Sprachproblemen. Da kann man dran arbeiten, kann man dann auch in den PDCA-Zyklus sehr gut einsteigen. Ich habe oben den Link gesetzt, oben in der Ecke. Und hier kann man mit visuellen, mit Bildern, mit Grenzmustern, ja auch vielleicht mit Übersetzungen arbeiten. Da gibt es zig Möglichkeiten. Ich wollte hier nur den Ablauf vorstellen. Aus dem Ishikawa Ursachenmöglichkeit herausnehmen. Diese betrachten, kann ich die beeinflussen? Ja, nein. Den Teil, den ich beeinflussen kann, angehen. Problem. Lösen durch Problemabarbeitung. Eine Möglichkeit, sehr schön strukturiert, ist der PDCA-Zyklus. Jetzt noch kurz die Brainstorming-Vorlage, ausgedruckt auf DIN A4 oder ausgedruckt auf DIN A3. Einfach mit auf den Tisch legen oder kurz einblenden im Online-Meeting, zu sagen, ja, wo könnten wir denn suchen nach dem konkreten Problem? Ist das mehr Material? Ist es Mensch? Wo, in welche Richtung geht es? Um dann aber auch zu sagen, wenn wir keine Klarheit haben, ja, dann müssen wir das mal alles durcharbeiten. Wenigstens kurz besprechen, um da eine Grundlage auch zu schaffen, wo sind überhaupt unsere Ursachenmöglichkeiten, um dann zu sagen, wenn wir sie eingesammelt haben, zu sagen, hoher Einfluss können wir beeinflussen, Sonderthema oder immer wieder und kann dann auch sehr schön das Gespräch in einem Team lenken, weil manchmal kann es sein, eine Workshop-Session Ishikawa ist ein Anfang, um dann zu sagen, das Thema machen wir in einem zweiten Termin, das müssen wir vertiefen. Hier die große Darstellung mit viel Platz, um dann auch möglichst einkopiert eine grafische Übersicht zu haben, die dann vielleicht am PC oder irgendwie dargestellt werden kann und weiter bearbeitet werden kann, was letztendlich aber auch eine Dokumentation ist. Über das Problem haben wir schon mal gesprochen. Wann haben wir gesprochen? Wer hat da gesprochen? Oben in der Ecke vielleicht ein paar Notizen. Und an der richtigen Stelle, das ist Wissen, Erfahrungswissen im Unternehmen ablegen. Wenn ich sehe aus meinen vielen Einsätzen und Projekten, wie viel Energie und Ressourcen dort verbrannt werden, um einfach zu schnell altbekannte Lösungen wieder zu probieren, das ist sehr schade. Hier lohnt sich manchmal wirklich der Inhaltepunkt und zu sagen, wir sind da, glaube ich, an den falschen Stellschrauben. Wir müssten erstmal die Einflussgrößen verstehen, um das Problem nachhaltig zu lösen. Wir starten mal neu mit dem geeigneten kleinen Team. Ein Ishikawa-Diagramm, eine Ishikawa-Analyse.